entweder die Kleriker entschließen sich, die Kuppel für uns zu öffnen, oder die Kleriker werden endlich alle massakriert. So lange bleiben wir hier. Wie dem auch sei, danke nochmal für deine Hilfe. Man sieht sich. Okay. Okay. Das ist der Tote und das ist ein Outlaw. Gut. Kann ich leben. Komisch, dass ich so ein Vieh fast erledigt habe. Und wo sind eigentlich die anderen? Das müssten noch mehr sein als... Oder sind wieder welche zurückgelaufen? Das wäre natürlich ärgerlich. So. Okay. Das war natürlich genial. Ach was. Wow, die richten eine Menge Schaden an, aber die nehmen auch eine ganze Menge Schaden. Das heißt, mir fehlt irgendwo meine Rüstung. Kann es sein, dass ich dieses Hemd ausgezogen habe? Okay, ich habe mehr Ausdauer. Aha. Wieder, wieder. Aloho. Ich könnte... Das ist doch echt nicht mehr normal. Okay, Wühler sind stärker als schwerfällige Wühler. So weit, so gut. Alles klar. Das Problem sind jetzt die Wühler da oben. Ob ich die einfach mit... einer Granate angehen sollte? Problem. Ich bin tot. Okay. Das heißt, diesen Wühlern bin ich nicht gewachsen. Das würde wiederum bedeuten, ich müsste die anlocken. Anlocken und dann laufen.
So, wie wär's, wenn ich jetzt noch was trinke? Sicher ist sicher. Und er ist schon auf dem Weg zu mir. Scheibenkleister. Ich wollte schon sagen, weil Bühler sind eigentlich eher ein schweres Kaliber. Tja, vielleicht stirbt ja noch einer von den Outlaws und ich kann ihm seine Sachen abziehen, wer weiß. Upsa. Upsa. Outlaws, bitte einmal helfen. Für Sie tut es mir leid. What the heck? Was war das denn? Dang it. Da ist irgendwas in die Luft geflogen. Oh Mann, schon wieder. Bleib hinter mir. So. Auf. Oder auch nicht. Wow. Okay, das hat ihn jetzt auch getriggert und er ist sauer auf mich. Das heißt, er rennt jetzt auf mich los. Komm schon her. Frag mich nicht, was das soll. Steck die Waffe wieder ein. Was das früher wohl mal war. Ach, da haben sie den anderen Schwerfälligen erledigt. Wenn ich da jetzt gegenschieße, fliegt's in die Luft. Okay. Ist ja doch nicht so blöd. Aha. Und wieder ein toter Outlaw. Ich bin dann mal weg. Warum auch nicht? Helfen tut's mir nicht, aber. So. Trank getrunken. Vielleicht ist es gut, dass der andere Bühler nicht mitgekommen ist. Okay, es wird nochmal gespeichert. Das machst du nicht ungestraft. Ja.
So. Sie mit ihrem Schwert, alter Schwede. Solange wir die einzeln angehen können, kein Problem. Und wenn ich erstmal mein Schwert habe mit Frost oder Gift oder irgendwas. Ja, dann. Hier muss es sein. Ich kann das Elex in der Erde förmlich riechen. Man sieht es auch. Ich werde meditieren. Stell dich einfach darüber und warte, bis ich fertig bin, okay? Okay. Gleich gibt's Ärger und ich krieg voll auf die Fresse, weil sie irgendwie ihre Magie freisetzt. Oder sie wird instant zu einem Alp oder so Käse. Irgend sowas wird rauskommen dabei. Oder Optimalfall und es passiert gar nichts. Besser wäre natürlich, wenn sie stärker werden würde. Hm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lang sie meditiert. Sagen gibt es nicht. Das Blaue ist vorbei. Vielleicht kann ich es auch schon ansprechen, aber ich kann auch noch mal hier in der Gegend rumgucken. Und ich meine, hier war ich eigentlich schon mal, ne? Hm. Ist noch ein Baum, aber das ist halt nicht so dramatisch. Aber interessant. Gut, wollen wir mal sehen, was jetzt unsere Mission macht. Okay, es ist faszinierend. Ich hatte das Gefühl... Ja, es war fast so, als ob das Elex zu mir gesprochen hätte. Es war wie ein leises Flüstern. Und es war fast so, als würde es etwas von mir wollen. Das Elex spricht zu dir. Ich weiß, wie verrückt sich das anhört, aber dennoch ist es wahr. Das Mutantenaufkommen spricht jedenfalls dafür, dass du tatsächlich eine Elex-Ader gefunden hast. Aber der Rest... Hör zu, es ist mir egal, ob du mir glaubst, wenn du mir nur hilfst. Das heißt, du willst damit weitermachen? Unbedingt. Das war die Voraussetzung dafür, dass ich deiner Kampftruppe beitrete. Also stell keine Fragen, wenn du die Antworten nicht hören willst. Nehmen wir mal an, ich glaube dir. Was genau meinst du gehört zu haben? Ich bin mir nicht sicher, das Flüstern war sehr leise. Doch es scheint so, als hätte das Elex eine Art kollektives Bewusstsein. Wenn das wahr ist, dann müssten die Stimmen umso stärker sein, je mehr Elex da ist. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Ich werde meine Sinne schärfen und versuchen, ein noch größeres Elex-Vorkommen aufzuspüren. Doch zuerst will ich noch einmal zurück in meine Heimat. Ich muss nach Edan und mir eines unserer Weltenherzen ansehen. Südlich der Observierungsstation in der Mitte von Edan steht ein vielversprechendes Exemplar. Ich will wissen, ob ich die Stimmen auch höre, wenn ich mich einer großen Menge Mana nähere. Du hast bisher auch nie etwas in der Art gehört. Warum sollte es jetzt anders sein? Ja, aber ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Pass auf. Tut mir leid, aber ich kann das jetzt nicht auf sich beruhen lassen. Ich muss unbedingt... Geh nur. Ich komme später nach, wenn ich kann. Danke. Also dann, wir sehen uns in Edan.